Dennis, ich habe diese Kabel hier gefunden bei uns im Lager. Ja. Weißt du, wo wir die das letzte Mal verwendet haben? Das Kabel hatte ich bei unserem Teaser das letzte Mal in der Hand, aber wie du siehst, es ist original verpackt. Und was hat es mit den Kabeln auf sich? Das sind VGA-Kabel. VGA-Kabel nimmt man seit 30 Jahren, um Monitore anzuschließen. Vielleicht auch länger. Ich bin nicht alt genug, als dass ich den Start des VGA so richtig miterlebt habe. Die Technologie ist allerdings schon mehrfach überholt, wurde durch DVI und HDMI und allen möglichen Sachen mittlerweile oder DisplayPort alles abgelöst. Aber es ist ein schönes Beispiel, denn unsere Netzwerktechnologie, speziell in der Standortvernetzung, ist ungefähr genauso alt. Wir haben damals mit BTX und DATX-J angefangen, um irgendwie ins Internet zu kommen. Und sind dann auf Standortvernetzungen gegangen mit TCP/IP-Routing-Technologien, allerdings ohne ein modernes Pfeffer mit drin, ohne dass man ein bisschen individuell arbeiten kann. Und dazu wurde ein tolles Thema geschaffen, das nennt sich SD-WAN. Software-Defined Network oder Wireless Area Network, Wide Area Network natürlich. Und der SD-WAN, jeder Hersteller hat mittlerweile SD-WAN. Oder zumindest nennt er es SD-WAN. Genauso wie wir vor ungefähr 10, 15 Jahren jeder irgendwie Green IT hatte. Ja, und wenn er nur ein Netzteil hatte, das 0,3% effizienter war, dann konnte er sich damit brüsten. Aber was ist denn eigentlich SD-WAN? Bei Gartner ist das wunderbar festgelegt. Werden wir jetzt hier, glaube ich, nicht erzählen, weil es würde einfach den Rahmen sprengen. Kannst du in Aber deinem Webinar noch, hast ja dazu mehr erzählt, würde ich mal sagen. ja, ansonsten können wir da auch bei uns nochmal drauf eingehen. Aber im Webinar schaut es euch an, da wird das aufs Thema SD-WAN und was ist es, was sagt Gartner dazu, natürlich ein bisschen drauf eingegangen. Genau. Ich habe natürlich jetzt auch mit Kunden gesprochen über das Thema Standortvernetzung. Und was ich da oft gehört habe, ist, dass die Backup-Lines haben sozusagen. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was dahinter steckt? Ja, was ist eine Backup-Leitung? Also sprich, ich habe eine Standortvernetzung, Standort A mit Standort B oder mit einem großen Unternehmen, die haben halt irgendwo eine Zentrale mit einem zentralen Rechenzentrum und da sind die Außenstandorte angebunden. Diese Außenstandorte müssen angebunden sein und zwar je nach Unternehmen tagsüber oder halt sogar 7x24, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden brauchen die nonstop eine Connection. Wenn du dann eine Leitung dahin hast, ist das schön, aber wenn der Bagger kommt und dir genau dieses eine Kabel abgräbt, dann hast du ein Problem. Und meiner Erfahrung nach kommt dieser Baggerfahrer meistens am Freitagnachmittag daher. Das heißt, du bist frühestens Montag, Dienstag, wenn du Pech hast, Mittwoch wieder online. Je nachdem, welche Verträge man hat, Und welche dein Leitung man Wochenende hat. ist auch im Arsch. Das Wochenende ist kaputt, ich bin offline, der Admin hat einen Puls von 180, der Netzwerker, ja. Macht auf alle Fälle keinen Spaß. Dafür hat man eine Backup-Leitung. Die Backup-Leitung ist also im herkömmlichen Netzwerkumfeld eine Leitung, die ist einfach da. Ja? Das ist so eine So-Da-Leitung, die ist halt so da. Man braucht sie nicht, man hofft sie nie zu brauchen. Ja. Deswegen nimmt man sie meistens auch einige Prozent kleiner als die normale Leitung. Aber man benutzt sie nicht. Und wenn man dann umschwenkt auf die Backup-Leitung, dann geht wieder alles, zwar langsamer, aber es geht. Jetzt ist die Frage. Muss ich wirklich für irgendwas, was ich nicht benutzen will, trotzdem Geld bezahlen? Oder wäre es vielleicht viel effektiver, wir würden die Backup-Leitung produktiv nutzen? Das heißt, wir hätten unsere Hauptleitung und unsere Backup-Leitung gebündelt in einem Tunnel und egal, welche davon ausfällt, es wird einfach weitergehen, nahtlos. Nicht wie bei einem Switch mit einer kurzen Unterbrechung, sondern wirklich nahtloser Failover innerhalb der Leitungen. Das nenne ich SD-WAN. Und wer kann sowas? Wir. Speed Fusion, oder? Mit Peplink Speed Fusion Technologie ist da prädestiniert zu. Richtig, du hast ja auch gesagt, bring mal einen Router mit, der sowas kann und sowas toll beweist. Ich wollte jetzt keinen großen 19 Zoll Router schleppen. Deswegen habe ich mir erlaubt, den kleinen Peplink 310 5G Das ist mitzubringen. der Kleine. Das ist der kleine, ja. Der 310 5G hat SFP-Ports, sodass wir auch auf einem Core-Switch vernünftig fahren können. Der hat eine Bahnleitung für meine Was ist Hauptleitung. ein SFP-Port? Ich erkläre mir das mal Das auf. sind modulare Ports, in denen du entweder per Glasfaser oder auch ein Kupfermodul einstecken kannst, um einfach dafür die Performance rauszukriegen. Das ist kein SFP Plus, also kein 10-Gig-Port, sondern das ist ein 1-Gig-Port. Okay. Aber können wir trotzdem vernünftig rausfahren auf dem Core. Dieser Router ist auch
nicht für die Enterprise-Leute gedacht. Da haben wir andere größere Modelle. Keiner wird sich ein nicht 19-Zoll-Gerät einbauen. Das ist für kleinere Standorte gedacht. Deswegen ist auch hier nur ein WAN-Port vorhanden. Damit wir aber Backup gewährleisten können, hat dieser Router noch zwei LTE-Module eingebaut. Einmal ein Cat12-LTE-Modul und einmal ein 5G-LTE-Modul. Das bedeutet, hier muss ich vielleicht nicht komplett bonden. Ich könnte, wenn mir die Leitung hier vorne nicht reicht. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit zu sagen, wenn meine Standleitung ausfällt, kann ich hinten schnurlos weiter raus. Und ich kann mich dann auch mit meinem Headquarter verbinden. Das heißt, für kleine Außenstandorte wäre so ein Router in dieser Größe perfekt. Es gibt natürlich auch den 30 Pro, der dann nur ein LTE-Modul hat und. Da gibt es x verschiedene aus der Balance-Serie, die wir dafür verwenden können. Gerne ruft uns an, wir sprechen individuell darüber. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, Standorte anzubinden. Wir haben neulich einen Standort gehabt, der hatte theoretisch vier Leitungen, aber alle vier zu bündeln, die waren alle so langsam, eine LTE-Karte reingesteckt, Leitung Kapazität versechsfacht. Es war einfach dann Performance da, weil LTE war da, ja. Aber es konnte vorher nicht genutzt werden sozusagen. Aber nee, Kabel war nicht da. Also auf der Kabelleitung kommt halt nichts an. Da sind wir leider in Deutschland wieder zurück zum VGA-Kabel bei den Dinosauriern. Alles klar, Dennis. Das überzeugt auf jeden Fall schon mal. Was ich auch mitbekommen habe von unseren Kunden, beziehungsweise die Anfragen, die mich erreicht haben, ist, dass das Thema Netzwerktechnik einfach super komplex ist und dass sie da wirklich einen kompetenten Ansprechpartner an der Seite haben wollen. Wie gewährleisten wir denn als VITEL mit unseren Partnern zusammen, dass wir da die Kompetenz immer mitbringen sozusagen? Also Punkt 1, wir haben Netzwerkspezialisten in unserem Partnerumfeld, und zwar hochgradige Netzwerkspezialisten. Einige von denen bringen einen eigenen Helpdesk mit 7x24 Support mit. Meine Wenigkeit, ich bin ehemaliger Rechenzentrumsleiter in dem Gesundheitswesen gewesen. Das bedeutet, ich weiß, was es bedeutet, Standorte miteinander zu vernetzen, die 7x24 laufen müssen. Denn im Gesundheitswesen, wenn nachts um 3 die Leitung ausfällt und deswegen die Radiologie nicht mehr arbeiten kann, ist halt auch fatal. Wenn du irgendwo einen Unfall hast und der Rettungswagen will einen Patienten irgendwo ins Krankenhaus anliefern, an den Schockraum, und die sagen, sorry, unser Röntgensystem PAX geht gerade nicht mehr, bitte fahr den Patienten mal woanders hin. Das ist halt ziemlich doof. Das heißt, auch da macht man sich Gedanken, wie kriegt man das vernünftig, performant und im Gesundheitswesen kosteneffizient angebunden, um das hinzukriegen. Und so trifft es jede andere Firma natürlich auch. Absolut. Also da sind, glaube ich, auch einfach die, die Bedingungen. Eben. Also wir wissen durchaus, was es bedeutet, ein System ausfallsicher anzubinden, und wir wissen, wie wichtig es ist. Ja, also wir spielen mit Daten, und Anbindungen darf nicht gespielt werden. Eine Standortvernetzung ist quasi, das gehört zum Rechenzentrum, das ist das Herz. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist auch das Thema Sicherheit, weil natürlich, wenn verschiedene Standorte vernetzt werden miteinander, ist es super wichtig, dass Firewall, dass das ein sicheres Umfeld sozusagen ist. Wie wird das mit unseren Geräten gewährleistet? Ganz einfach, wir haben eine AES-256-Bit-Verschlüsselung bei Speedfusion schon implementiert. Das bedeutet, je mehr Leitungen wir verwenden, desto sicherer wird das System. Wir haben in den Routern eingebaute Firewalls, aber wir sind ganz ehrlich, wir sind mit Peplink ein Routerhersteller. Wir haben eine Firewall drin, ja, aber wir sind ein Routerhersteller. Wir routen besser, als dass wir Firewallen können. Für kleine Standorte reicht es vielleicht voll und ganz, die Firewall dort zu nutzen. Aber wenn ich halt wirklich eine Enterprise-Firewall verwenden möchte, dann bitte nehme auch eine Enterprise-Firewall. Dafür gibt es Hersteller, die das richtig toll können, die dann auch mit Peplink super zusammenarbeiten, wo das einfach funktioniert. Aber grundsätzlich mit unserer Speedfusion-Technik haben wir schon ausgeschlossen quasi, dass du einen Man-in-the-Middle-Attack oder sonstiges fahren kannst. Dazu können wir gerne, wenn Sie da Interesse haben, rufen Sie uns an, sprechen wir drüber. Vielleicht gibt es auch demnächst irgendwann mal ein White Paper dazu. Vielleicht hast du was angeteasert. wir könnten stundenlang über das Thema, glaube ich, noch weitersprechen. Genau, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Schluss. Versuchen ja auch immer, das Ganze kurz und knackig zu halten für euch. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schaut gerne die Webinar-Aufzeichnung an. Findet ihr alles auf unserem YouTube-Kanal unter VITEL Academy. Gerne auch abonnieren. Wo ist die Glocke? Da ist die Glocke. Liken könnt ihr auch. Ihr findet das schon. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Navigator spielen. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und beim nächsten Mal auch wieder reinhört.
Ruft uns an. Bis dann. Ciao. Servus.